Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yay or Nay. Heute mit dem Spiel Real Car Parking, Parking. Ich erwarte hier Raytracing, 8K-Grafik und eine unfassbare Simulation, die unfassbar simulant ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es wie immer übersichtlich von der Qualität. Aber wir gucken mal. Jedenfalls schon mal chillige Musik. Wir alle wissen, die Nacht ist gefährdet von Einparkern, deswegen nehmen wir erstmal den Tag. Ein wunderschönes Ladebild. Und wow, wir können sogar die Farbe aussuchen. Das erinnert mich sehr an ein Lied von dieser kanadischen Popband, dessen Name mir nicht einfällt. Okay, es gibt 8 Level. Ja, nehmen wir nochmal das erste. Gab es mehr als 8? Ich habe mich jetzt... Nee, ich glaube, es gab mehr. Ist auch egal. Ja, Pfeiltasten, Gas geben, WASD und Bremsen mit Space. Okay, das ist durchaus machbar, hier einzuparken. Die Frage ist, wie viel Zeit haben wir? Okay, ich habe noch nie ein so beschissen steuerndes Auto gesehen. Aber wir haben es hervorragend geschafft. Ich habe nichts anderes erwartet. Wird schon ein bisschen schwieriger hier. Mit diesem unfassbar sinnlichen Autogefährt hier. Aber... Achso, man muss die Leertaste übrigens gedrückt halten, damit man das Level abschließt. Es ist ein bisschen sehr merkwürdig, dass die Kamera automatisch nach hinten guckt und man da keinen Einfluss drauf hat. Aber... daran werden wir uns gewöhnen. Eventuell kann man das aber auch umstellen, weil hier können wir ja rechts hier was machen. Ah, okay, das ist Cheaten. Das ist ja Cheaten. Ne, wir fahren in dieser Sicht hier. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich habe in den letzten Videos, glaube ich, vergessen, die Maus auszublenden. Das ist ein bisschen dumm. Man muss bremsen, indem man nach hinten drückt. Und das, wo Bremsen steht, mit Leertaste, das ist eigentlich nicht das Bremsen. Das ist dafür da, dass man, quasi sagt, ich stehe jetzt still, liebes Spiel. Ich habe Level abgeschlossen. Okay, ich bin nicht drin. Doch, hervorragend. Ja, bisher ist es relativ easy. Aber ich bin natürlich auch der beste Autofahrer der Welt, müsst ihr wissen. Wahrscheinlich ist es für andere schwieriger. Nein, bin ich natürlich nicht. Ein bisschen rumblödeln muss sein. Ja, wird es noch schwieriger werden? Wir werden es... Oh, scheiße, ja. Das kann ich in echt übrigens überhaupt nicht. Wer mit mir mitfährt, sollte nicht erwarten, dass ich einparken kann. Aber es gibt... Man kann zum Glück immer an der Straße parken oder vor oder rein. Igitt. Wird ja teilweise wirklich jetzt ein bisschen anspruchsvoll. Also, noch geht's? Aber Kinder, ihr könnt dafür einen Führerschein üben. Nur, dass ihr in Wirklichkeit es etwas schwieriger habt. Oha. Ich darf die Pömpel da bestimmt nicht berühren. Sensationell eingeparkt. Naja, es geht so. Ich stehe eigentlich voll schief. Das gab mein... Eigentlich hätte ich dafür jetzt keine 3 Sterne kriegen dürfen. Weil das war ziemlich beschissen eingeparkt. Ja, ich fände es cooler, wenn das Spiel ein bisschen schwieriger wäre, von wegen der Beurteilung. Jetzt stehe ich ja schief und bin eigentlich verkehrt rum. Oh ja. Oha. Was passiert, wenn ich wen ramme? Okay, Level failed. Ich wollte es nur mal wissen. Aber von diesem 8K Raytracing-Game habe ich jetzt noch nicht erwartet. Ah, scheiße. Es wird schon schwieriger. Von diesem 8K Raytracing-Spiel habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir hier ein Schadensmodell oder sowas haben. Also was bei den schwierigeren Leveln wahrscheinlich irgendwann wirklich nervig sein wird, ist, dass die Kamera automatisch nach vorne und hinten dreht und man da nicht so wirklich Einfluss drauf hat. Aha. Hä? Achso, warte, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich schon viel Zeit verloren. Es wird wahrscheinlich nicht mehr für 3 Sterne reichen. Auch sehr authentische Motorengeräusche hört sich in Wirklichkeit genauso an. Naja, aber ganz witzig ist es eigentlich schon. Irgendwie... Es ist ein bisschen sehr krass leicht. Aber... Okay, sagte er und versagte. Aber hier muss man jetzt auch fairerweise sagen, zu meiner Verteidigung, wenn man... okay, das Level ist mega zum Kotzen. Warum, sage ich euch gleich. Jedes Mal, wenn man hier die Sicht ändert, von vorne und hinten, dann ändert sich die Steuerung. Also wenn ich rückwärts mache, ist sie verkehrt herum. Und wenn man dann keinen Einfluss hat, wie die Kamera sich dreht, das ist schon...
Nervig. Achso, ich will noch mal die Sicht hier ändern. Was kann ich denn hier noch? Okay. So kann man sich ja schon ein bisschen einfacher machen. Ich würde gerne noch mal ins Hauptmenü gehen und gucken, was die Nachtstrecken sind. Ob das die gleichen sind, nur mit... Ach, guck mal, er verändert das jetzt sogar automatisch, die Kamera da. Doc, wie komme ich denn ins Hauptmenü? Ach so, Brake, das ist übrigens die Handbremse, die Leertaste, merke ich gerade. So, ich will noch mal zumindest gucken, was der Unterschied bei diesen Nachtstrecken ist. So ganz kurz, ob das die gleichen sind, nur in anders, aber... Aber wir nehmen mal, damit ich die vollen Features zeigen kann, mal ein gelbes Auto. Ach, ich glaube, das sind die gleichen Level, oder? Ja, die Grafik muss geladen werden, das ist hochwertig, ja. Okay, es ist genau das gleiche, nur in dunkel. Da würde ich sagen, das sparen wir uns. Ich will mal einmal nochmal richtig schön in irgendein Auto reinfahren. Bam, oder in eine Wand zumindest. Naja, also ich muss sagen, für ein Gratisspiel fand ich das schon ganz cool und deswegen gebe ich dem Spiel ein Yay. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin fahrt vorsichtig und parkt ordentlich ein. Macht's gut. Tschüssi.